So, hallihallo und wie üblich ein herzliches Willkommen auf Carpe Diem hier in Norwegen. Ja, ich sitze hier gerade in Henningsvær, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, und ja, wollte mich mal kurz melden, auch mit einer neuen Videobotschaft. Hier aus dieser echt wunderschönen Gegend, das ist wirklich der Hammer. Ich würde es eigentlich gern draußen machen, aber der Steg und der Kai wird hier gerade von irgendwie, es ist irgendwie eine kleine japanische Invasion hier gerade. Irgendwie haben da 50 Leute ihre Kameraobjektive aufgebaut. Irgendwie habe ich gefragt, passiert da irgendwas Spezielles? Nein, nein, wir wollen alle den Berg fotografieren. Ich meine, es ist schön, keine Frage, aber irgendwie komisch. Deswegen setze ich mich jetzt da auch nicht draußen hin. Ja, kurz zu den letzten Tagen. Ich ja, leider immer noch viel mit dem Motor hier unterwegs. Also selbst hier auf dem ersten Stück offenes Wasser zwischen Lofoten und Festland in dieser Bucht ist echt kaum Wind. Das wird alles nach wie vor so abgeschattet. Gestern aus Lodingen raus hatte ich dann mal ein bisschen Wind. Und ich habe heute Morgen mal im Logbuch geguckt, ich habe gestern 6-mal Segel gesetzt, Segel geborgen, entsprechend oft Maschine an, Maschine aus, weil immer Wind kam, sofort Segel gesetzt, Viertelstunde später Wind wieder weg. Dann kam irgendwann sogar mal so viel Wind, dass ich ins zweite Reff mit großem Genua gehen musste, auch der Hammer. Dann wieder Flaute, dann wieder Wind, wieder Flaute, wieder und so weiter und so fort. Also das war ein einziges Hin und Her, aber da ging die Zeit wenigstens schnell rum. Und ich war dann auf Skrova und Skrova war super geil. Also echt, dafür, dass im Revierführer eigentlich steht, dass das, ja, also es wird zumindest nicht als Hotspot angepriesen. Also ich fand das super. Ich fand es da auch schöner als hier. Wobei das hier auch sehr schön ist, Henningsvær. Das ist so ein altes, ja, auch so ein Inselchen, so Fischerdorf-mäßig. Ja, ist also auch sehr nett hier. Hab mal ein bisschen gefilmt, hab gestern und heute auch mal die Drohne fliegen lassen. Und damit kommen wir zur Videobotschaft für den Jörg Schönbrot. Jörg Nice Bread, wie der Brite sagt. Gell, Jörgi? Ja, und den Jörg habe ich kennengelernt in Heiligenhafen, da hat er mich angequatscht in der Kneipe. Der kannte wohl den Blog schon vom Atlantik-Turn und hat mich dann schön nach allen Regeln der Kunst auch in Heiligenhafen, dann war da abgefüllt. Er hat am nächsten Tag seinen SKS-Turn angefangen und ich, also so wie ich mich gefühlt habe am nächsten Tag, so hat er sich wahrscheinlich auch gefühlt, und war ein super Abend, war echt schön und lustig. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte am nächsten Tag irgendwie ein Boot bewegen müssen, ey, oh ne. Aber Jörg, das müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal wiederholen. Vielleicht 1-2 Bier weniger, dann ist auch der nächste Tag nicht mehr so schlimm. Ja, lieber Jörg, vielen Dank auch für deine Unterstützung beim Start Next Crowdfunding für Um den Tiger. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und auch für dich jetzt noch ein paar bewegte Bilder von den letzten, ja, ich gucke gleich mal, letzte 2 Tage. Vielleicht mal so ein bisschen Drohnenaufnahmen von dieser echt fantastischen Gegend hier. Ja, und ich hoffe, es gefällt dir. Vielleicht sieht man sich bald mal. Bis dahin, ahoi! Oh Mann! Ich fasse nicht! Wir segeln!